Hallo, willkommen liebe Mitwisser. Morgen beginnt die Weltklimakonferenz in Katar am Persischen Golf. Katar übrigens ein Land, das weltweit den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf hat. Und wieder einmal will man auf so einer Konferenz Maßnahmen beschließen, die den globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius begrenzen sollen. Um das zu schaffen, müsste man den weltweiten Ausstoß an Treibhausgasen bis 2050 halbieren. Und das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Es wird immer schwerer, dieses Ziel zu erreichen. In einigen Regionen könnte es schon bald zu spät sein. Zum Beispiel in der Arktis. Da erwärmt sich das Klima fast doppelt so schnell wie im Rest der Welt. Wie Wissen nimmt sie heute mit auf Klimaexpedition. Und starten wollen wir in Spitzbergen. Dort wollen Forscher herausfinden, welche Folgen dieser Temperaturanstieg hat. Die Arktis, eine der unzugänglichsten und faszinierendsten Regionen der Erde. Eine Region, die sich rasant verändert. Wir sind unterwegs zu Wissenschaftlern, die diese erforschen. In Ny Ålesund auf Spitzbergen, der nördlichsten zivilen Siedlung der Welt. Ny Ålesund ist ein internationales Forscherdorf. Hier arbeiten Klimaforscher, Meeresbiologen, Gletscherforscher. Der Schweizer Glaziologe Sébastien Barrault lebt seit 8 Jahren auf Spitzbergen. Er ist einer der wenigen, die das ganze Jahr über hier sind. What I like here is the wilderness, kind of freedom as well. Was ich hier mag, ist die Wildnis. Auch eine Art von Freiheit. Die Natur hier kann ziemlich feindlich sein, aber das macht den Ort für mich exotisch und irgendwie sexy. Exotic and sexy in a way. Sébastien koordiniert die Projekte der deutsch-französischen Forschungsstation. Es sind vor allem Meeresbiologen und Atmosphärenphysiker, die hier auf Spitzbergen die Veränderungen der arktischen Umwelt erforschen. Sébastien ist unterwegs zu Kollegen, die draußen am Fjord eine neue Messstation aufbauen. Hier ist die Luft so sauber wie nirgendwo sonst. Ideale Voraussetzungen, um kleinste Veränderungen in der Atmosphäre zu messen, die nicht von anderen Störfaktoren herrühren. Extrem wichtig für Klimamodelle und Prognosen. 2-mal pro Woche bringt der Stationsleiter Verpflegung vorbei. Von April bis August wird die Sonne nicht untergehen. Im Winter ist es dagegen 4 Monate lang dunkel und bis zu minus 35 Grad kalt. Die meisten Forscher nutzen den kurzen Sommer. Alles muss perfekt vorbereitet sein, damit sie in nur 3 Monaten ihre Daten gesammelt haben. Ny Ålesund ist schon ein spezieller Ort. Hier arbeiten Forscher aus vielen unterschiedlichen Ländern, nicht nur aus Europa, sondern auch aus Asien. Der Zugang zur Arktis ist hier relativ einfach, schon durch das Flugzeug, das hier 2-mal in der Woche landet. Das macht Ny Ålesund zu einem perfekten Standort für die Erforschung der Arktis. Ny Ålesund liegt am Kongsfjord, dem Königsfjord. Er ist von riesigen Gletschern umgeben. In den letzten 100 Jahren haben sich die mächtigen Gletscher dramatisch zurückgezogen, zum Teil um mehrere Kilometer. Die Arktis ist ein Frühwarnsystem des Klimawandels. Hier sind die Temperaturen doppelt so schnell gestiegen wie im Rest der Welt. Und die Veränderungen hier werden das Klima weltweit beeinflussen. Nirgends lässt sich das besser beobachten als am arktischen Meereis. Die winterliche Eisschicht von bis zu 20 Millionen Quadratkilometern taut im Sommer etwa auf die Hälfte ab. Doch seit den 70er Jahren schrumpft die sommerliche Eisdecke. Der bisherige Minusrekord von 2007 wurde im Sommer 2012 nochmal unterboten. Nie war die sommerliche Eisfläche so klein wie in diesem Jahr. Wenn die Vorhersagen der Forscher eintreffen, wird das sommerliche Meereis bis Mitte des Jahrhunderts komplett verschwunden sein und sich damit auch das gesamte Leben in den Weltmeeren verändern. Zu den ersten Opfern gehören jetzt schon sie. Die Eisbären. 20.000 gibt es noch in der Arktis. Eisbären sind perfekt ans Leben auf dem Eis angepasst. Aber die Zeit, in der die Bären stabiles Eis und damit ausreichend Nahrung finden, wird immer kürzer. Bilder wie diese wird es nun immer öfter geben. Doch noch kommen sie denen, die sie schützen wollen, manchmal gefährlich nahe. Wie dieses Video aus dem Sommer 2011 zeigt,
ein Eisbär mitten im Ort. Chinesische Wissenschaftler haben ihn gefilmt. Als Stationsleiter ist Sebastian auch für die Sicherheit der Forscher verantwortlich. Wer hier arbeitet, muss mit dem Gewehr umgehen können, um sich im Notfall gegen Eisbären zu verteidigen. Eisbären sind auf Spitzbergen streng geschützt. Aber sie sind Raubtiere, die für Menschen gefährlich werden können, vor allem im Sommer, wenn sie hungrig sind. 25 Meter beträgt die Distanz zur Zielscheibe. Bei einer Begegnung mit einem Eisbären wäre das allerhöchste Alarmstufe. Ingenieur Johann ist offenbar ein guter Schütze. Aber jetzt muss er noch den Stresstest absolvieren. 3 Runden durch den Schnee. Danach ist Johanns Puls ähnlich hoch wie bei einer Begegnung mit einem Eisbären. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, yes, you can see. Im Notfall könnte er sich gegen einen Eisbären verteidigen. 1, 2, well done. Not too bad. Forschen am Nordpol. Das ist eine Arbeit unter extremen Bedingungen. Aber sie ist wichtig. Denn nirgendwo lassen sich die Folgen des Klimawandels besser erforschen als hier, in der Arktis, dem Fieberthermometer der Welt. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.